Leute, in dem heutigen Video geht es um mein neues Objektiv, was ich mir zugelegt habe für meine MFT-Kamera. Und zwar ein 7 Artisans 7,5 mm mit einer Offenblende von 2,8. Und wie das Ganze aussieht, wir packen es mal aus, wir sehen uns das mal an. So, hier haben wir auch schon das gute Stück. Das ist ein Fischei-Objektiv zwar, allerdings nicht mit so einem großen, nicht mit so einem riesigen Fischei-Effekt. Und im Endeffekt habe ich mir das besorgt, um ja hauptsächlich Nachtaufnahmen zu machen, um einen ähnlichen Look wie bei einer GoPro hinzukriegen, nur halt in wesentlich besser nochmal, auch mit mehr Licht. Und ich habe da schon mal ein paar Eindrücke sammeln können. Wir waren unterwegs, haben Nachtaufnahmen dazu gemacht, haben das schon mal ausprobiert. Und auch Tagaufnahmen haben wir schon ausprobiert. Und ja, wie sich das Objektiv dann im Praxistest schlägt, das seht ihr jetzt hier in dem Video. Kommen wir kurz zu den Nachtaufnahmen, da werde ich eben kurz ein, zwei Worte drüber verlieren. Hier haben wir bei der ersten Aufnahme ganz klar einen kleinen Halo-mäßigen Effekt, nenne ich es mal. Ja, das in der Mitte, hier sehen wir den Mond zwischen den zwei Windrädern, die sich zu der Zeit lustigerweise noch bewegt haben. Und Matti hat ja schon bereits erwähnt, dass er sich das Objektiv geholt hat, um halt eben Sterne oder generell Nachtfotografie damit zu betreiben. Und ja, ne? Diesen kleinen Halo-mäßigen Effekt, nenne ich ihn mal, kriegt man in Lightroom meines Wissens nach relativ einfach weg mit Objektivkorrektur, so heißt es, sorry. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ist das eigentlich ein ganz gutes Foto geworden. Hier oben sieht man sehr schön die Sterne auch. Ja, das war natürlich eine Langzeitbelichtung, gar keine Frage. Und ja, der Mond ist hier auch natürlich ziemlich überbelichtet, dann bei der Nachtaufnahme kann man aber ein wenig noch runterdrehen, den Mond richtig erkennen mit allen Details wird man wahrscheinlich aber nicht. Kommen wir hier zum zweiten Beispiel, einmal direkt in den Nachthimmel rein fotografiert, die Sterne, ja, wofür Matti sich das Objektiv eigentlich geholt hat. Hier sehen wir eigentlich keine nennenswerten Schwächen. Was mir bei den Tagaufnahmen aufgefallen ist, muss ich kurz noch dazu sagen, sind leichte Unschärfen am Rand. Und die sind relativ typisch dafür, für diese Fisheye-Objektive oder generell Weitwinkelobjektive. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese Unschärfen meistens erst auftreten, wenn man wirklich nah an einem Objekt dran ist. Und Autofokus hat auch heute wieder Lust. Ja, wenn man relativ nah an einem Objekt dran ist, dann merkt man erst so richtig die Unschärfen. Ansonsten ist das Ganze aber eigentlich handelbar und der Fischeffekt kommt eigentlich auch erst, Fischei-Effekt kommt natürlich auch erst irgendwie so wirklich erst zum Tragen, wenn man es denn wirklich darauf anlegt. An sich finde ich den aber zumindest für Fotos noch relativ handelbar. Kommen wir nun zu den Videos. Thank you.
Das war der Videotest. Wie ihr gesehen habt, sieht das Ganze erstmal nicht schlecht aus. Ja, ich habe die Linse von Matti jetzt auf meine G70 gepackt und das Ganze dann auf den Firejutec G6 Max geschnallt, meinen Gimbal. Erstmal schon mal zur Einrichtung des Gimbals mit der Linse. Es fällt auf jeden Fall auf, dass die Linse relativ schwer ist. Ja, das Ganze ist aus Metall gefertigt, was an sich von der Haptik her erstmal schön ist. Allerdings dann das Ganze auch etwas schwieriger macht auszubalancieren. Und das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen bei den Aufnahmen aufgefallen. Ja, ich habe das Ganze nicht so hundertprozentig hinbekommen, muss man hier sagen. Dementsprechend war es ein wenig wackelig zwischendrin. Am Anfang habe ich noch kurz gefilmt und dann habe ich das Ganze Matti mal in die Hand gedrückt, damit er auch mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und was kann ich sagen? Auffällig ist natürlich der Fischei-Effekt, wenn man zu nah an Objekten dran ist. Auch hier im Video nochmal, ja, das habe ich ja bei den Fotos schon erwähnt. Und je nachdem, wie man sich dann bewegt, biegt sich das Objekt dann auch dementsprechend. Sprich, wenn man nach oben geht, dann biegt sich das Ganze nach unten. Wenn man nach unten geht, ein bisschen nach oben, rechts nach links und links nach rechts. Da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, wenn man diese Linse auch zum Film benutzt. Und ja, generell würde ich das Ganze eher empfehlen für Landschaftsaufnahmen oder generell, wenn man halt wirklich sich nicht in engen Räumen oder halt auch in engeren Passagen befindet, dann ist das Ganze sehr gut. Ansonsten sieht man es dann doch sehr stark. Der Schärfeverlust am Rand ist mir jetzt gar nicht so stark aufgefallen tatsächlich hier. Und das war es eigentlich auch, was ich so erstmal zur Linse sagen kann. Sie ist nicht die schärfste Linse, muss man auch vielleicht noch dazu noch ergänzen. Aber ich denke, für den Preis von knapp 150 Euro war es, glaube ich, ist das Ganze erstmal nicht schlecht. Ist natürlich auch eine manuelle Linse, muss man hier sagen. Ne? Dementsprechend müsst ihr hier den Fokus und auch die Blende vorher einstellen. Den Fokus auf unendlich stellen ist an sich gut, weil dann auch wirklich alles im Fokus ist. Allerdings verliert man dadurch doch etwas an Schärfe, wie man gesehen hat. Und ja, kommen wir dann nochmal kurz dazu, wie es denn für die Streamer aussieht. Ja? Und zwar habe ich jetzt hier meine Panasonic Objektiv 25mm f1.7 drauf. So sieht das Ganze dann aus, wenn man streamen würde. Ja? Ich habe über der Kamera noch ein Licht an. Auf ungefähr, ich weiß gar nicht, 30%, glaube ich. Und so sieht das Ganze aus. Und wenn wir jetzt zur anderen Linse, nämlich zu der 7 Artisans, wechseln. Und so sieht das Ganze dann mit der Weitwinkellinse aus. Solltet ihr also vorhaben, damit zu streamen, so sieht das Ganze aus. Ja, auf definitiv schon mal ein krasser Weitwinkel für Streamer. Ich denke, ein bisschen weniger Weitwinkel würde es auch tun, zum Beispiel eine 9mm oder auch 12mm, denke ich, wäre schon genug. Aber für die Leute, die streamen wollen, hier war das ein kleiner Überblick und weiter geht's mit dem Review. Ja, ihr habt es, denke ich, mal gesehen, ne? Von der Blende her ist das doch ein wenig schwierig teilweise. Selbst mit gut belichteten Räumen kommt man da schon langsam an die Grenzen des Objektivs, auch mit offener Blende 2.8. Dementsprechend, wenn ihr das ganze für das Stream nutzen solltet, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mindestens zwei Lichter habt, die euch anstrahlen. Ja, auf jeden Fall nicht im Dunkeln oder Halbdunkeln, wie es zum Beispiel der gute Montana Black immer macht. Ja, Grüße gehen raus. Dementsprechend, ja, Licht ist wichtig bei dieser Linse, ganz klar. Und ich würde sagen, ich überlasse Matti hier auch die letzten Worte im Video und verabschiede mich schon mal. Macht's gut. So Leute, wie ihr gesehen habt, da sind ein paar super Bilder bei rumgekommen und auch Videos sehen mit dem Objektiv sehr gut aus. Ist natürlich sehr, sehr praktisch mit diesem Weitwinkligen. Da muss man halt den Einsatzzweck für haben, den man da haben möchte. Und auch der Fischei-Look muss einem natürlich gefallen. Und das Gute ist natürlich auch mit dem unendlichen Fokus, dass man halt einfach immer dann alles im Fokus haben kann. Und wie gesagt, verschiedene Einsatzzwecke sind auf jeden Fall gegeben. Ich kann das gut zum Fotografieren nutzen, ich kann es gut für Videos nutzen. Und so kann man auch, wenn man dann zu zweit nebeneinander steht, mal beide Leute ohne Probleme aus Bild drauf bekommen. Und ja, das Ganze sowohl bei Tag als auch bei Nacht durch die Blende von 2.8 machbar. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Das Ganze wirkt auf jeden Fall wie halt dieser GoPro-Effekt, nur halt so gesehen eine GoPro Pro.
weil wir haben halt nochmal das mehr an Licht, was da einfällt, dass die höhere Qualität, die dabei zustande kommt, und ja, meine Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt worden, sogar ein Teil übertroffen worden, würde ich fast sagen. Das Ganze hat sich sehr, sehr gelohnt, also merkt man mal wieder, dass sich auch der Blick abseits der Hauptmarken wie Panasonic und Olympus mal lohnt. Und das ist natürlich jetzt dann auch ein manuelles Objektiv, aber ich bin sehr, sehr zufrieden, und wenn man keine Probleme damit hat, manuell zu fotografieren. Also, wie gesagt, der Fokus, der ist ja sowieso auf unendlich gesetzt, dann, wenn man das einstellt, und von daher muss man gar nicht so viel machen. Ja, ich bin begeistert, und ja, wenn ihr mögt, schaut euch das Ganze mal an, wenn ihr auch so einen Look wollt. Ist auch gar nicht so teuer gewesen, ich habe jetzt irgendwie knapp um die 150 Euro dafür bezahlt. Und für den Preis würde ich sagen, ist das ein echt starkes Objektiv. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Leute.